Lilalulü, zu einer weiteren Folge von Township. Weiter geht's. Ich kriege irgendwie keinen Sound rein. Ich weiß nicht warum. Also da ist alles hier an. Hier. Musik. Sound ist an. Lautstärke habe ich auch. Volle Pulle. Irgendwie kommt kein Sound. Ah, müssen wir ohne machen. Wie ihr seht, ich bin ja schon 20. 20. Ich habe jetzt auch das Labor fertig. Das war das hier, das komische Gebäude. Das hat einen Tag, glaube ich, gedauert. Einen ganzen Tag. Das ist soweit interessant. Man kann es jetzt hier wie Superernte. Die Felder erzeugen doppelt so hohen Betrag. Ertrag. Für 2 Tage. Man braucht für die Forschung hier, muss man natürlich einen Diamanten, Edelsteine haben. Das heißt, man hier für fortschrittliche Landwirtschaft, Bauernhöfe erzeugen doppelt so viele Produkte. Braucht man 7 Topaz und 2 Rubine. Genau. Effekt sind 2 Tage. Alles 2 Tage. 3 Tage sogar. Dynamischer Markt. Artikel auf dem Markt werden doppelt so oft erneuert. Ach ja. Manche Dinge, ja, ne, wenn man es braucht. Also das ist schon nicht, schlecht, die Superernte. Doppelt so hohen Ertrag von den Feldern als normal. Ist natürlich schon nicht schlecht, aber dafür ist auch die Scheune natürlich, ne, doppelt so schnell voll. Ich kriege jetzt immer hier fast am Maximum. Mais, 20 Stück Zuckerrohr noch 13. Alles schon gesammelt. Ich brauche noch einen Hammer. Kann ich wieder erweitern. Kaufen will ich ja nicht. Nee, für 12 Tage auch noch. Nee. Nägel könnte ich verkaufen, die Hälfte. Ja, das Futter habe ich, ne, das alles voll hier. Alles voll. Bin da schon dabei, Hubschrauber zu gucken, was da noch so welche brauchen, wie Butter und Bagel. Okay. Tacos, nicht schon gemacht. Tacos, 2 Tacos. Ja, sind noch dabei. Sind noch dabei. Machen wir noch einen Taco und Popcorn. So. Bisschen Platz im Lager schaffen. Das sind die Erdbeeren, die brauche ich auch für was. Da ist schon voll. Natürlich der Nachteil an, ne? Schon ist dann dementsprechend viel schneller voll. Da brauche ich noch 4 Brote und 6 Tomaten. Alles klar. Tomaten habe ich hier schon an. Ah, passt ja noch rein. Habe jetzt schon 4, ja. Jetzt habe ich 4 Brote. Brote. 6 Tomaten, die habe ich ja hier. Ich habe auch schon den Flughafen hier fertig. Da kann man auch Waren versenden. Wir ziehen 3x5 Eier und 3x2 Blaupullis. Wenn man natürlich nur einen hat, kriegt man das 121 und 3, weiß ich nicht, Erfahrungspunkte wohl. Wenn man zweimal, natürlich jeweils doppelt zweimal hat, dann kriegt man 242 und 3. Was ist das? Ach, eine Truhe, ne? Um diese Belohnung zu erhalten, ja. Das ist wohl XP. Ne? Aber mal 2, also sind 10, mal 3, 30 Eier und 12 Blaupullis. Man hat, glaube ich, einen Tag Zeit dafür. Aber mach ich noch nicht. Mal später, wenn ein bisschen besser läuft. Ja, Gold habe ich jetzt schon. Geld 2300 wieder. Ich habe auch schon hier Fastfood-Restaurant gebaut. Auch schon gemacht. Ach, ich habe doch jetzt Erdbeeren. Ach, brauche ich Milch. Ja. Deswegen habe ich das gemacht. Genau, da. Ach so, nein. Ja, egal. Alles mitnehmen. Futter haben wir meist genug. Schon voll. Schon voll. 4 passen rein. Okay. Möchte jemand Milch haben? Ach, nee, ist jetzt ein neuer. Ja, okay. Wolltest du einen Milchshake machen? Ja. Ja, machen wir auch mal 2 Milchshakes. Burger kann ich auch machen. 2 Brote, 1 Käse, 1 Tomate. Eigentlich sind mir da keine Tomaten. Ich muss sagen, muss ich meine Tomaten. Ja, ist klar. Natürlich mein Rad was wieder verändert, ne, wieder vergrößert. Jetzt habe ich hier auch Koop frei, aber irgendwie der lädt und fertig. Das ist so eine Art Gilde.
könnte man sagen. Aber der lädt und lädt und lädt. Da kommt einfach nichts. Auch bei Suche, der lädt sich nicht heißen. Da kommt nie was. Ich habe das auch schon mal mehrere Minuten stehen lassen. Der lädt, lädt, lädt. Oder muss ich einmal neu starten? Kann natürlich sein. Müssen wir nachher gucken. Durch einen neu starten und dann mal gucken. Das ist hier neu. Koop. Also so eine Art Gilde. Ja, alles hier mit Häuser gepflastert, ne? Häuser, da auch schon. Ja, hier auch. Ah. Standesamt? Standesamt. Muss jetzt sein. Ach, da brauche ich noch 4 Ziegen und ein Glas. Ach, und 5 Platten. Dauert ja noch. Rakete, genau. Ja, hier ist das. Was ist das? Fotogalerie? Fotocenter, genau. Fotocenter. Wo jetzt alles hier schon neue Teile gebaut, neue Gebäude. Ich muss mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Ja, ich weiß. Aber jetzt noch ein bisschen mehr Land für. Muss ich ein paar Straßen nebenan bauen. Ne? Bergwerk geht das ab 1,20. Übrigens, die Edelsteine für die Forschung bekommt man durch die Flugzeuge. Kann man die bekommen? Ich gelesen habe. Oder Bergwerk. Aber erst ab 1,20, also nach knappem Level, dann hab ich auch 1,20, ist gar kein Thema. Ja, also das ist nicht das Problem. Ja, ansonsten heißt es wieder warten, 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 warten. Tomaten, die brauchen noch, mein Gott, 34 Minuten. Also dauert noch ein bisschen. Dann habe ich den Zug auch wieder fertig. Die Züge mache ich immer. Und ab 25, glaube ich, richtig den dritten, ne? Nicht den dritten kaufen. Ja, 25. Die brauchen jetzt teilweise auch schon 2 Stunden, die Züge, bis die wieder da sind. Teilweise schon 2 Stunden. Ja, immer mehr. Immer höher. Ja, Sparschwein hier, müsste ich für 3,49 € muss ich kaufen, dann kriege ich die 130 Taler. Ja. Ja, natürlich nicht schlecht, ja, aber extra Geld ausgeben für. Und muss ich auch wieder, muss ich ihn erstmal aufmachen oder umstellen. Ne, das mal. Lass ihn einfach so und fertig. Ja, Schaffutter. So. Milch. Ja. Wird auch einen zweiten Kuhstall bauen. Aber warum? Ich brauche Bock mit keinen zweiten. Futtermühle kostet 2.800. Wäre schon eher interessant. Hier sind ja noch ein paar Sachen offen. Häuser, bin ich jetzt bei Bungalow. Sind 25 Einwohner in so einem Haus. Der Kuhstall könnte ich kaufen. Für 4.000, aber warum? Brauche ich nicht. Einer reicht mir im Moment vollkommen aus. Achso, ich fällt, glaube ich, immer 10 erst. Ja. Kommt alles, kommt alles. Wirtschaftsgebäude auf 21. Ah, ja, die Rakete. Das habe ich alles schon gebaut. Rakete kostet 6,50 € ist natürlich ist gar nichts. Laboratorium vielleicht 800 oder so, keine Ahnung. Deko, Fabriken, ja, das ist die zweite Mühle. Aber warte ich noch. Im Moment komme ich mit einer wunderbar hin. Ansonsten das nächste erst hier. Wenn ich kaufe, Papierfabrik. 2.800. Eisfabrik 3.600. Also Gold muss man schon ein bisschen sammeln. Ne? Ich zeige, ach, was war das? Gießerei ab 21. Oh. Komm, habe ich Barren. Erze? Weiß ich nicht mehr genau. Habe ich schon mal gehabt. Gießerei. Naja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Übrigens, das geht noch immer. Also kann man, vor allem jetzt sind die sehr interessant mit dem doppelten Ertrag, dass man sich jetzt verschuldigt, weil es hier Erdbeeren angepflanzt mal. Oder ich kann auch schon Holz, die Kiefer. Genau. Die Kiefer dauert aber 2 Stunden, 3 Stunden, 3 Stunden. Bin natürlich mehr Kohle ein, ist klar. Ja. Ich mache im Moment vor allem Erdbeeren. Die brauchen 1 Stunde. Verkaufe ich alle, kriege ein paar hundert Münzen dafür. Guck mal, welcher. Ah, wieder voll. Ja, 20 Erdbeeren kriege ich. 22. Auch nur 1 Stunde. Habe ich in 3 Stunden, also 660 zusammen. So, wenn man so rechnen möchte. Ne? Die Kiefer dauert 3 Stunden. Weiß nicht, wie viel dafür gibt. Ungefähr denselben Betrag. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Weiß nicht. Habe ich noch nicht genau aufgeschrieben.
Ja, dann mache ich im Moment erstmal Erdbeeren, dauert auch eine Stunde. Abernten, kaufen, wunderbar. Wenn wir jetzt mit doppelten Ertrag vor allem, ne? Der hält ja 2 Stunden an. Geht das schon? Ja, Markt, da kann ich im Moment nur kaufen. Ich kann irgendwie nicht selber was reinstellen. Oder geht das nicht? 4 weiße Hemden, 301 Münzen. 3 Erdbeeren, 51 Münzen. Ach, teuer, 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 teuer. Was wollte ich denn noch machen? Das sind die Tacos, ja. Hier ist ja, genau. Hier habe ich ja gemacht. Ich habe so viele Gebäude jetzt hier, ey, mein Gott. Bei Hemden, wunderbar, war da auch was, ne? Nee, ja. Muss ich einer hier haben? Hemden? Ach, der Air muss 2 Hemden haben und noch ein Taco. Ah, siehst du, das lohnt sich hier schon mehr, die Hubschrauber. 233 für die paar Sachen. Das ist schon ordentlich. Also Hubschrauber sollte man ab und zu mal zumindest gucken, was sie haben wollen. Also wenn ich mache in erster Linie die Züge fertig. In erster Linie Züge. Danach gucke ich Hubschrauber. Sonst nicht. Flugzeug mache ich dann ganz zum Schluss irgendwann mal, später mal. Habe ich auch erst einmal einen Fracht voll gemacht. Ich mache lieber erstmal die Züge, weil die Züge bekommt man auch halt diese Baumaterialien. Wie Hammer, Nägel, Farbe, Glas, Scheiben, Platten und Ziegelsteine. Deswegen mache ich in erster Linie die Züge. Die braucht man einmal ja für Scheune erweitern und zum anderen für die Spezialgebäude hier. Wer hier, die Rakete zum Beispiel. Das bekommt man nur so, was ich zumindest weiß, nur über die Züge. Deswegen Züge in erster Linie. So, Einwohner mit 665, können auch ein paar Häuser bauen. Dann mache ich noch 1, 2 Stunden, 25 Minuten. Jo, sonst war es eigentlich soweit. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, wie auch immer, schreibt es in die Kommentare. Im Korb muss ich mal gucken. Entweder kriege ich eine bei oder ich suche dann selber. Oh, ich mache selber eine. Gucken. Muss ich wahrscheinlich neu starten, ich mal von aus. Ich mal so von aus, keine, aber weiß nicht. Muss ich ausprobieren. Dass auch das dann mal funktioniert. Gucken, was da so wahrscheinlich Gildenboni bringt und sowas. Ne? Aber muss ich mal gucken. Okay, Leute, mal ist hier Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Township. Bis dahin, schön mit Ö.